Willkommen, meine lieben Freunde, zum zweiten Spieltag der sechsten Season der German Pokémon League, kurz GPL. Es geht ran gegen das Team Pokebassis, geleitet vom lieben Pokebazi. Und ja, der erste Spieltag lief ja, Achtung, Spoiler, nicht so super, aber das ist okay, wir haben noch 10 weitere Spieltage vor uns und es ist noch alles drin, deswegen werde ich nach vorne schauen und ich werde mein Bestes geben. Aber zuallererst, bevor ich auf das Team hier eingehe und auf den heutigen Kampf, ich habe heute wirklich eine Live-Version für euch. Link findet ihr dazu in der Videobeschreibung. Also wenn ihr meine Gedankengänge etwas genauer erläutert bekommen wollt, dann bekommt ihr das eben in der Live-Version. Wobei ich da sehr angespannt war, das kann ich jetzt schon mal im Vorfeld sagen, weil ich einfach super, super aufgeregt war. Naja, in jedem Fall haben wir jetzt hier folgendes Matchup. Denn gegen Bazi, falls ihr das Teambuilding-Video gesehen habt, ist es ja nicht allzu einfach gewesen, das Team zu bauen. Denn wir sehen auf seiner Seite Galagladi, Grabbit, Lavados, Kadagami, Miltank und Milotic. Und gleich die ersten drei Pokémon sind die drei Pokémon, die mir am meisten Druck aufbauen. Weil ich habe so ziemlich keine Switch-Ins in diese Pokémon und das ist gar nicht mal so cool. Denn wir haben auf unserer Seite ein Manaphy mit der Offensivfeste, Walschall Kyurem, Kuakobeere, Bronzong, also die Anti-Feuerbeere, dann ein Skorgro mit der Anti-Eisbeere, also der Kiroya-Beere, Mega Bisaflor und Walband Zeraora. Zum Matchup gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen, weil es keine großen Überraschungen in der Team-Preview gibt. Ich habe ja bereits alle wichtigen Infos im Teambuilding-Video angesprochen, also wenn euch das interessiert, könnt ihr euch das gerne anschauen. Aber ich würde sagen, wir starten einfach mal jetzt in den Kampf. Natürlich wird das kein einfacher Kampf gegen Bazi, denn wir hatten in der Vergangenheit bereits einige komplizierte und schwere Kämpfe. Und das Matchup heute ist ja auch nicht gerade das Einfachste. Aber ich werde mal schauen, was ich daraus rausholen kann. Ich entscheide mich dazu, mit meinem Manaphy zu leaden, weil ich vor einem Lavados-Lead Angst hatte. Weil Lavados ein großer Threat ist, aber er entscheidet sich für einen anderen großen Threat, und zwar Galagladi. Was aber nicht so schlimm ist, denn ich kann Skorgro immer reinwechseln. Und selbst wenn er auf Abschlag geht, was er auch hier macht, ist das erstmal okay. Denn ich will ja mein Item verlieren, denn ich habe die Akrobatik im Set. Und die hat nun die volle Power. Und ich gehe natürlich auch safe auf die Akrobatik. Und er bleibt tatsächlich drin, weil er wahrscheinlich dachte, dass er schneller sein wird und mich mit dem Icy besiegen kann. Und tatsächlich bin ich schneller, weil ich auf seinen Init-Wert gespeedcreept habe. Und das hat tatsächlich geklappt. Ich kann Galagladi direkt in der zweiten Runde besiegen. Und das ist super, super wichtig. Er geht natürlich jetzt hier aber in seinen nächsten Threat rein, und zwar Lavados. Und Lavados ist nervig für mein Team, aber ich habe Manaphy mit der Offensivfeste, was immerhin einmal reinkommen kann. Und natürlich auch noch ein zweites Mal. Wir sehen hier leider den Lebenorb und der ist nicht so gut, weil dadurch macht er natürlich noch mehr Schaden mit seinen Attacken. Aber immerhin setzt er hier nur Luftschild ein und nicht Orkan. Aber Bazi ist nicht so der Orkan-Typ. Naja, ich kann mich jetzt hier erstmal für die Kehrtwende entscheiden, weil ich mir sehr sicher war, dass er hier nicht drinbleiben wird. Und bekomme somit Momentum. Aber leider wechselt er hier Miltank rein und bekommt somit nochmal Bollenhelm-Schaden rauf auf mein Manaphy, was ich eigentlich nicht sehr gerne sehe. Aber hey, ich habe Momentum bekommen, kann jetzt hier mit Bronzong entweder die Tarnsteine rausholen oder das Toxin. Ich habe mich am Ende für das Toxin entschieden, weil ich das ganz gut gegen Miltank fand. Vielleicht will er sowieso die Tarnsteine erstmal rausholen und danach kann ich immer noch meine Tarnsteine legen. Leider geht er aber direkt in Lavados, was aber auch nicht so schlimm ist, denn er hat immerhin jetzt ein Lebenorb drauf und jetzt auch noch die Vergiftung. Das heißt, er macht sich langsam aber sicher selber platt, wenn er hier weiterhin angreift. Und ich habe natürlich noch Manaphy, was ich ein- bis zweimal in dieses Lavados reinwechseln kann. Und ich wechsle natürlich jetzt hier auch direkt mein Manaphy rein. Ein weiterer Luftschnitt kommt, hat er gut predicted, keine Frage. Aber war auch sein bester Play hier. Und er bekommt aber trotzdem weiteren Schaden durch Lebenorb und das Toxin. Die Sache ist, dass ich hier eigentlich relativ sicher Siedewasser drücken kann, denn entweder bleibt er hier drin und prediktet, dass ich hier wieder auf die Kehrtwende gehe, oder er wechselt raus und dann bekomme ich ein bisschen Chip oder vielleicht sogar die Verbrennung auf irgendein Pokémon. Und tatsächlich bleibt er drin, ich bekomme direkt den nächsten Kill, was super nice ist. Aber er hat halt noch weitere Threats, vor denen ich aufpassen muss, und zwar dieses Kadagami zum Beispiel. Die Sache ist, ich möchte nicht Kadagami direkt einfach einen Boost geben, sondern erstmal scouten, was für ein Set ist das. Deswegen gehe ich in Skorgro, weil Skorgro kann ich im Feuerfell abwerfen, aber er wird halt einen Hit überleben. Und er geht auf die Laubklinge und vom Schaden her könnte das ein Walschall-Set sein. Also ist auf jeden Fall kein Walband-Set oder auch kein Lehmorb-Set logischerweise, weil den Lehmorb haben wir schon gesehen. Deswegen habe ich mich jetzt hier erstmal dazu entschieden, in Bisaflor reinzuwechseln, weil wenn er nochmal auf Laubklinge geht, dann kann ich das ohne Probleme überleben. Er geht aber hier tatsächlich raus in Miltank, wahrscheinlich um die Tarnsteine rauszuholen. Das ist okay für mich, weil ich bekomme jetzt hier halt mit Bisaflor erstmal safe meine Mega-Entwicklung, was sehr praktisch gegen das Team ist. Und vor allem kann ich dann ein bisschen Schaden mit einer Matschbombe oder so rausholen, weil
Die Matschbombe macht guten Schaden auf dieses Metang, vor allem wenn er eher physisch defensiv sein sollte, was ja durchaus sein könnte, dadurch, dass er eben einen Beulenhelm trägt. Und tatsächlich macht das guten Schaden und die nächste Matschbombenattacke sollte möglicherweise jetzt hier schon dieses Metang besiegen. Und das sehe ich ganz gerne, weil Metang kann, wie gesagt, nervig sein. Und somit ist Metang tatsächlich jetzt hier auch schon weg. Also das nächste Pokémon stirbt, aber er hat halt immer noch zwei große Threats, vor denen ich Angst habe. Zum Beispiel dieses Grabbit, denn Grabbit ist ein ganz großes Problem für mich. Die Sache ist aber, dass Mega Bisaflor mit meinem Investment safe noch eine Rückkehr ab dieser Stelle tanken sollte. Weshalb ich hier einfach mal drin bleibe und auf Gigasauer gehe, weil wenn ich Grabbit anschippen kann oder stark anschippen kann, ist das natürlich praktisch. Leider geht er hier auf die Kehrtwende, macht den besten Player am Schaden, erkenne ich auch schon, dass das ein Vibrant-Set ist und geht natürlich jetzt hier in Katagami rein. Ist natürlich nervig, hat er gut gemacht, aber hey, es war okay von mir, glaube ich, hier auf Gigasauger zu gehen. Die Sache ist, dass ich ab der Range von einem Walschall Katagami eine Psychoklinge überlebe. Weshalb ich hier tatsächlich drin bleibe und relativ gierig für den Kill bin und auf die Kraftreserve Feuer gehe. Ich hätte wahrscheinlich eher auf die Synthese gehen sollen, einfach nur mich nochmal gegenzuheilen, aber ich wollte unbedingt diesen Katagami-Kill haben, weil ich hatte extrem viel Angst vor diesem Katagami. Denn das hätte im Fall der Fälle immer so einen kleinen Snowball-Effekt im Match haben können und deswegen, ja, muss ich darauf aufpassen, dass es nicht eben noch passiert. Also zumindest war das mein Gedanke in diesem Moment. Ich entscheide mich jetzt hier erstmal dazu, Skorgro zu opfern, weil Skorgro kann ich jetzt hier wegwerfen, den brauche ich nicht mehr für den Kampf, den brauche ich eigentlich nur für Galagladi. Ich kann mich jetzt hier erstmal dazu entscheiden, Kyurem reinzuwechseln, weil ich bin Gewalschall, bin schneller als sein gesamtes Team, außer natürlich Walschall Katagami, wovor ich noch ein bisschen aufpassen muss, aber kann auch noch ein ganz anderes Set sein mit dem Schwertanz und so, also ich habe auf jeden Fall noch sehr viel Respekt vor seinen Pokémon. Ich entscheide mich natürlich jetzt hier dazu, auf Draco zu gehen, weil das wird Milotic sehr gut anschippen. Sollte um die 50% machen und das macht es tatsächlich auch, sogar ein bisschen mehr als 50%. Aber da er die Überreste hat, heilt er sich natürlich entgegen. Und dadurch, dass ich jetzt bei minus 2 bin, kann ich nicht unbedingt drin bleiben, obwohl ich im Live-Commentary gesagt habe, dass sein bester Play jetzt hier sein wird, rauszudoublen. Und obwohl ich es gesagt habe, bin ich nicht drin geblieben oder habe sein Double nicht predicted, sondern bin einfach in Mega Bisaflor gegangen. Aber er macht es natürlich gut, kann jetzt hier in Grabbit gehen und kann eigentlich nochmal einen Kill claimen, weil mein Bronzong kann ich hier aktuell noch nicht reinwechseln, weil das braucht einfach eine gewisse KP-Range, um hier gegen Grabbit noch irgendwas zu machen. Deswegen muss ich jetzt hier Manaphy opfern, was prinzipiell nicht schlimm ist, aber er bekommt halt jetzt einen zweiten Kill. Und jetzt steht es statt einem 6-3 bereits 4-3 und das ist gerade so die Sache. Es kann hier gerade noch alles passieren und ich hatte jetzt echt viel Angst vor seinen beiden offensiven Pokémon, Grabbit und Katagami. Was aber klar ist, Kyurem bekommt jetzt hier erstmal einen weiteren Kill. Weil Kyurem kann erstmal auf Draco gehen und solange Draco trifft, kann ich Milotic besiegen. Und selbst wenn das nicht besiegen sollte, kann ich ihn mit einem nächsten Draco besiegen. Also war es hier auf jeden Fall mein Play, auf Draco zu gehen. Und er wächst natürlich Milotic rein und kann somit möglicherweise das Ganze abfangen, möglicherweise auch nicht. Ne, die Roll war für mich und damit bekomme ich den Kill. Aber so einen großen Unterschied macht es auch nicht. Außer natürlich, dass ich vielleicht auf minus 4 gewesen wäre, wenn ich eben nochmal auf Draco hätte gehen müssen. Naja, er kann jetzt aber dafür in Katagami gehen und ich dachte mir, es lohnt sich gar nicht mehr, Kyurem rauszuwechseln, weil er könnte so oder so ein Walschall-Set sein und möglicherweise hat er noch einen Ruckzuckieb auf Diggersby, also auf Grabbit, und dann bekomme ich durch die Tarnschiene so viel Chip, dass er mich damit auch killt. Deswegen gehe ich auch einfach auf den Draco und tatsächlich ist er nicht gewalschalt und somit bekomme ich nochmal einen nice Draco-Chip auf dieses Katagami rauf. Wobei der auch gar nicht so notwendig war, weil dadurch, dass er gar nicht gewalschalt ist, bin ich mit meinem Zeraora immer schneller als Katagami und habe natürlich einen Walband-Feuerschlag, der dieses Katagami immer besiegen kann. Egal, auf welcher Range er ist. Und deswegen gehe ich natürlich auch in Zeraora rein, drücke aber nicht Feuerschlag, weil ich mir dachte, ich könnte Feuerschlag drücken, aber hey, dann gehe ich lieber auf Abschlag, um das Grabbit so ein bisschen, ja, nicht zu verkrüppeln, aber immerhin um das Walband-Item abzuschlagen. Aber ich weiß noch nicht mal, ob das so nötig ist, weil so kann er ja noch die Attacken wechseln, weil wir sehen jetzt hier gleich hier auf Abschlag und das wird natürlich nice Schaden machen, geht aber leider nicht ganz und er kann jetzt hier auch auf Abschlag gehen, wobei ich das nicht ganz verstanden habe. Er hat wahrscheinlich mit einem Bronzong-Switch gerechnet, also mit einem Choke, also ich kann schon verstehen, aber ja. Auf jeden Fall kann er jetzt hier nochmal auf Ruckzuckieb gehen und kann dadurch nämlich jetzt den Kill schnappen. Wenn ich halt nicht Abschlag gedrückt hätte, dann hätte er sich auf eine Attacke locken müssen und Rückkehr hätte möglicherweise nicht gegen Zeraora gereicht, aber wahrscheinlich schon mit einer sehr guten Roll. Naja, in jedem Fall macht das alles keinen Unterschied. Ich habe Bronzong und solange er mich jetzt hier nicht crittet mit einem Abschlag, sollte ich diesen Hit überleben. Und ich überlebe ihn, weil er keinen Crit setzt. Und somit kann ich jetzt hier Rambos einsetzen
und kann dieses Gravit besiegen. Und wir gewinnen diesen Kampf tatsächlich noch 2-0. Von einem 6-3 auf ein 2-0. So kann es passieren. Ich glaube, wie gesagt, dass das Mid- bzw. Endgame nicht perfekt von mir gespielt wurde. Ich hätte da durchaus ein paar andere Plays machen können. Denn er hatte, wie gesagt, noch ein paar Threads in der Hintern und ich hätte besser darauf aufpassen müssen. Katagami war nebenbei auch noch ein Schwertans Rückenwind-Set, was auch gefährlich gewesen wäre. Wobei ich prinzipiell trotzdem noch damit hätte klarkommen können. Aber ich habe das, wie gesagt, am Ende nicht mal so optimal gespielt. Dafür den Anfang natürlich gut. Wobei Barzi vielleicht sein Galagladi einfach zu früh weggeworfen hat. Er hätte da rauswechseln müssen. Aber hey, das hat gut für mich geklappt. Und darüber bin ich natürlich mehr als nur glücklich, weil dieses 2-0 nehme ich sehr gerne. Und damit gewinnen wir den zweiten Spieltag, was wichtige Punkte für den weiteren Verlauf der Season sind. Ich werde natürlich jetzt hier weiter mein Bestes geben. Ich möchte jeden Kampf am liebsten natürlich bis zum Ende gewinnen. Ob das machbar ist, mal sehen. Aber ich möchte definitiv in die Playoffs und auch weiterhin am liebsten auf den ersten Platz. Und dafür müssen wir jetzt hier eine wirkliche Siegesträhne aufbauen. Das wird aber nicht einfach. Nächste Woche geht es gegen Lauris, den Gewinner letzten Season, an. Mal schauen, wie das laufen wird. Und ich würde sagen, schaut auf jeden Fall bei allen anderen Teilnehmern vorbei. Schaut bei Barzi vorbei, wenn ihr euch seine Perspektive anschauen wollt. Ihr könnt auch nochmal in die Videobeschreibung schauen. Dort ist meine Live-Version. Bewertungen und Kommentare sind sehr gerne gesehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.